Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag von My Time Report. Ja, heute hat Tobi und die gute Pinky Geburtstag. Ja, darum werden wir uns das erste Mal kümmern. Ich habe beschlossen, wir schenken Emily nichts, bevor wir wieder Kürbistorten geschenkt bekommen, weil die oft genug jetzt dann was von uns will, weil wir jetzt einfach mit ihr verheiratet sind. Und ich bin mir sicher, dass Emily oft genug irgendwas von uns will. So, was haben wir hier? Aroma-Äpfel, sehr schön. Vulkanische Ziegel und alles Mögliche noch dazu. Alter, wie viel das ist. Ein Spielzeugroboter, cool. Hey Lea, Leila, ich habe den Bauplan für den Raddampfer, den Brief angehängt. Ich habe die Schaufeln so klein gemacht, dass sie die Fische nicht stören sollten. Ich freue mich schon darauf, ein paar Wochenende auf der Ständig-Insel zu bringen. Also leg los, komm schon. Okay, cool. Wir haben dann wohl einen neuen Bauplan. Tun wir unsere Vulkanziegel auf die Seite. So, unsere Sprechanlage ist fertig. Nehmen. Und direkt noch den Wasserbehälter aus Porzellan. Ja. So. Dann wollte ich jetzt den Raddampfer bauen lassen. Beziehungsweise schauen, was ich dafür brauche. Und dann das ganze Zeugs zusammensammeln. Und was brauche ich dafür? Irgendwie 200 Stahlhüllen vielleicht. Aufzug, nein, Hafen, kein Raddampfer. Oh, das sieht aus wie das Boot von, wie hieß das? Okay, wir brauchen zwei Paddel. Von Mario und das Eruntor. Da gibt es diesen kleinen, süßen, bunten Lastkahn da, der sieht genauso aus. So, dann brauche ich mit zwei Paddel, waren es, glaube ich. Zwei Paddel, ja, das ist überhaupt kein Problem. Haben wir alles ab. Ich finde es schön, dass wir halt einfach alles im Überfluss haben und das auch keine Probleme entstehen können. So, automatische Montagestation bauen. Ja, bestätigen. Eine Stunde, dann haben wir es. Ja. So, Akt macht gerade Stuff. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, komm. Ich weiß gar nicht, wo Emily gerade hinrennt. Will die zur Kirche hoch und hat sich da einfach nur verrannt? Ich glaube, man sollte seiner Frau wenigstens am Tag mal Hallo sagen. Ich glaube, das bringt schon ein bisschen was. Sonst sagt sie am Ende, wir sind nicht in einer glücklichen Ehe. Ja, die Sternlichtinsel. Ja, in einer Stunde gibt es sogar ein Boot dafür. Alle stürmen es nach da oben. Check, für dich habe ich einen Aroma-Apfel. Einen Aroma-Apfel. Ja, ich bin sehr nett, ich weiß. So, Gail, für dich habe ich einen Tisch. Oh, Phyllis schaut uns an, so, willst du mal mit mir ins Bett? Also, thank you so much. Ja, cool, wenigstens freuen sie sich alle. So, Lucy, mit der wollte ich einfach mal reden. Vielleicht steckt sie hoch. Hi. Hi. Maybe I'll take my student. Ja, bestimmt fährst du mit deinen Schülern irgendwo hin. Du bist eine langweilige Lehrerin, die immer denselben Stoff durchzieht und einfach alles runterrattert, das weiß ich schon. Remington und Pfeil. Pfeil haben wir gerettet, weil der ja kurz vorm Sterben war. Ja, Scraps. Für dich habe ich auch noch einen Aroma-Apfel. Der sollte ja jetzt halt aufsteigen, oder? Wuff, wuff, erstmal hi. Da hatte ich erst einen Aroma-Apfel. Und er ist gewohnt. Er ist deine gewohnt. What the fuck? So, Martha steht da rum. Ich suche jetzt eigentlich gerade Tobi, weil der heute Geburtstag hat. Okay, der andere hat seinen Stand schon eröffnet, der Herr Todi. Können wir einfach mal mit denen labern. Mit denen haben wir halt echt überhaupt nichts zu tun, außer wenn wir halt mal Aufträge für den erfüllt haben. Und ein bisschen Freundschaft gekriegt haben, aber diese Aufträge bringst halt richtig. So, was hast du denn Schönes? Entweder ein Katzenjau. Komm, wir kaufen für Pinky ein Katzenjau. So. Dann schauen wir mal, ob jetzt irgendwo der gute Tobi. Ach, da ist der Dr. Xu. Können wir nochmal mit ihm reden? Wir haben den ja gestern wie blöd gesucht und es hat ja dann eigentlich gar nichts gebracht. I'll be taking a trip to Star. Ja, sicher. Alles sagen auf einmal, boah, ich fahre zur Sternlichtinsel. Oh mein Gott, die Sternlichtinsel. Ich denke mir einfach so, ja, ich habe sie gebaut. So, da ist der große Bär. Den können wir ja wieder einen Honig schenken. Haben wir bestimmt noch einen über. Hi, ich habe einen Honig für dich. Au, au, ich habe einen Honig.
Hier, königlichen Honig. 12 Punkte. So. Dann schauen wir auf die Map. Aber wir müssen Toby doch sogar sehen, oder? Mit Toby sind wir doch voll gut befreundet. Sam, ja, Toby hier. Dachte ich mir schon, weil wir mit denen ja erst hochgestiegen sind. So, dann besuchen wir einmal den guten Toby. Und dann müssen wir Pinky suchen, um mir diesen Katzenjau anzudrehen. Hi. Warum schaust du mich so an? Ich habe es nicht kaputt gemacht, ich schwöre. Was hast du denn kaputt gemacht? Ja, die Sternlichtins, ich weiß. Ganz großes Ereignis. Ich habe was für dich. Ja, cool. 60 Punkte einfach mal. Hochgestiegen ist jetzt keiner, aber das, der ist ja erst hochgestiegen. So, sagen wir mal Hallo zu dem guten Sam. Die haben wir heute noch ein Date. Hey! Bei der Bernsteininsel. So. Bye. Dann schauen wir, ob wir irgendwo Pinky aufgreifen können. Nur Scraps. Mit Scraps sind wir heute schon hochgestiegen. Pinky hängt doch da manchmal hier ab, oder? Ich weiß gar nicht, wo Pinky immer schläft. Steht auch nichts über Pinky einfach im Internet. Also wo die sich am Tag so aufhält. Aber es interessiert wahrscheinlich. Die schläft ja mal da oben im Café, gell? Da ist ja auch der Mint und der gute Dava. Und die Dana. Cool, die Dana kennt wohl den Dava. Interessante Mischung, das wusste ich gar nicht. Die gute Dana besucht uns mal. Schön. Ja. Dana kriegt wieder was zum Geburtstag, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. Dann schauen wir jetzt mal ganz kurz runter auf unsere Farm, ob unser Dings schon fertig ist. Wo wir dann gleich den guten Anfang geben und dann nach Fehlerchen suchen. Der Händler ist da. Aber ich brauche tatsächlich überhaupt nichts von dem Händler. Ich kann mal mit ihm reden, weil heute ist ja alles recht billig. Ich wüsste jetzt gar nicht so, dass ich von ihm brauche. Hey, je, was passiert, wenn ich weg war? Ich wurde von jemandem aus der Zivilgruppe aufgehalten und nach einem Relikt aus der Forschungszentrum gefragt. Zum Glück hatte ich ein Alibi. Hey. Hi. Ja, ich weiß, dass du ein paar besondere Sachen hast. Was hast du denn so Schönes? Das bräuchten wir zur Scheidung. Ah, ich will mich gerade anders hinsetzen. Ich habe beinahe mein Dings kaputt gemacht. Ein weiches Bett für Kätzchen. Ja, da würde sich die Pinky drüber freuen. Ein Glücksbeutel. Da, ja, da könnte ein Relikt drin sein. Das ist auch so... Nee. Nee. Lapprokuchen. Ist es nicht der, dass unsere Freundin schwanger werden könnte? Und der ist einfach scheiße teuer? Das war schon, dass er schwanger wird. Okay, nee, das ist, dass unsere Beziehung besser wird. Katzenmarke? Nee, ich möchte mein Tier nicht umbenennen. Namenskarte? Für ein Baby? Nein. Ich möchte jetzt auch keine Hundehütte, eine Forschungskappe. Das haben wir uns ja schon geholt. Farbroller. Boah, ganz ehrlich, wir könnten ruhig mal unser Haus streichen. Bodenpinsel, ja komm, den Boden sollten wir auch dringend mal streichen. Liebessofa, nein. Kleine Blumenstelle, nein. Fernseher für Heimunterhaltung. Kinderpuppe, ja, Fruchtbarkeit brauche ich jetzt nicht. So. Ist hier ein Geld wieder ausgegeben? Aber wir kriegen jetzt gleich 10.000. Deswegen ist es, oh, voll das große Schiff. Ein Raddampfer, yay. Lagerkiste des Helfers. Alles sortieren. Ja. So. Dann schaue ich mal ganz kurz in mein Inventar und tue die beiden in mein Inventar, dass ich praktisch mal kurz mein Haus streiche. Komm, wir machen uns jetzt ein schönes, gemütliches Haus, weil das sieht halt echt aus wie Abfall. Und ich möchte nicht in den Abfall wohnen, vor allem jetzt, wo Emily bei uns wohnt. Wir müssen uns das auch mal schön einrichten. Aber das hat, glaube ich, echt noch Zeit, weil... Ja, gibt dir noch ein größeres Haus, so Bodenpinsel. Achso, da kann ich den kompletten Boden anpassen, aha. Wollen wir dann eher so Steine haben? Oder wollen wir immer noch hier normalen Boden haben, dass man sagt, komm. Ein Pigment nötig, und was ist das?
so, das ist auch die Farbe. Ach so, ich bin einfach nur blöd. Bestätigen. Nicht genug Farbe. Abbrechen. Und das da funktioniert dann genauso. Ach, das ist nur für den Teil der Wand, ja. Das da ist für... Ach, aber dieses hässliche Zeug bleibt da bestehen, oder was? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich schmeiß das nochmal ganz kurz in meine Kiste. Das ist meine Reliquienbox. Ist da Platz? Ja, da ist ein bisschen Platz. Hier ist auch ein Platz. Das sollte insgesamt viel Platz sein. Und Harz. So. Ja, dann will ich einfach mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei My Time Apodia. Bis dahin, tschüss.